fangen wir mal von vorne an. Was hast du denn gemacht, bevor du Fotograf geworden bist? Fast alles. Ja, und dann bist du auf einmal Meisterfotograf. Ja. Hast keine Kunden. Hast gar nichts, aber hey, ich bin Meister. Und ich habe ja schon ein Studio gebaut und alles. Also es war alles so ein bisschen, ich glaube, ich brauchte damals nicht die Bestätigung, sondern eher die Kritik, um besser zu werden. Also ich habe sofort, als ich angefangen habe, zu fotografieren und Bild zu bearbeiten, Foto-Community genutzt, dann kam Facebook langsam dazu, Instagram kam relativ spät, aber diese Plattformen und Social-Media-Kanäle, die haben mich so nach oben gepusht. Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Fokus. Wir sind heute mal wieder unterwegs und wir sind mal wieder in Österreich und genauer gesagt... Da waren wir noch nie. Stimmt, wir waren noch nie in Österreich. Und vor allem sind wir jetzt diesmal in Innsbruck und ihr seht es vielleicht schon jetzt, hier fängt es an. Leute, wir machen heute mal Studiofotografie und wo sind wir, Leute? Wo sind wir? Beim Schweighofer. Da freue ich mich ganz besonders, weil es ist erstmal ein komplett anderes Thema und... Der Schweighofer ist auch einfach ein richtig witziger Kerl. Und er ist voll die Ikone, was Photoshop, Bildbearbeitung. Er ist einer der großen Vorreiter und letztendlich auch vermutlich ein Wegbereiter für das, was du machst, nehme ich mal an, oder? So ein bisschen. Ja, schon. Kann man schon so sagen. Definitiv. Er war auf jeden Fall damals schon die Ikone für mich, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu interessieren. Und jetzt bin ich mal sehr gespannt, wie sein Studio aussieht. Man sieht es ja manchmal so bei YouTube, aber ich glaube, das Ding, das lassen wir uns gleich mal richtig zeigen. Ja. Cool. So, klingeln wir mal. Büro Schweighofer Art Studios. Mal schauen. Ja, mal schauen, wer da ist. Hallo. Kommt rein. Na? Also willkommen in den Art Studios. Grüß dich, Servus. Freut mich. Ja, rein spaziert in die gute Stube. Mega. Oh, hier. So, wo dürfen wir hin? Am besten wahrscheinlich in den Südtrakt. In den Südtrakt. Leicht uns in den Südflügel. Kommt da rein, bitte. Achtung, Hunde. Hui. Hallo. 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 Smarty. So. Bitte einzutreten und die Hunde zu ignorieren. Die heiligen Hallen. Geil. Wow, mega groß. Hätte ich ehrlich gesagt gar nicht gedacht, dass es so groß ist. Ja, das ist unsere Küche. Ah, okay. und eigentlich unser Esszimmer. Die Angestellten. Wohnzimmer. Also wir wohnen hier auch und haben somit Studio und Lebensraum verbunden. Ach, das ist geil. Natürlich sonst sehr könnten cool, wir es uns nicht leisten. Innsbruck ist so teuer. Ja, sehr gut. Aber hier haben wir alle Freiheiten. Geil. Und das ist großartig. Kannst dich austoben. Ja, sehr schön. Also es ist auch vor allem so... Da hier ist alles irgendwie so. Ne? Also man guckt hier rum, man weiß gar nicht, wo man zuerst hingucken soll. Das ist echt... Viele behaupten, es sei chaotisch, aber ich glaube... Nee, vielleicht, aber ich finde, so ein Chaos finde ich mega cool. Es ist nicht unordentlich, es ist eher chaotisch. Und vor allem unordentlich. Die ganze Deko, die hier rumsteht, ist von dir, ne? Ja, es geht auch eigentlich darum, dass wenn hier jemand reinkommt ohne Ideen, hat er hoffentlich nach 5 Minuten schon etliche Ideen im Kopf. Das wäre das Sinnvollste hierin. Weil hier kannst du wirklich kreativ sein. Also es ist auch so, wir können hier alles machen. Also wenn ich jetzt hier ein Set aufbauen möchte, das eine Woche steht, kein Problem. Wir können Wände einziehen, der Vermieter ist da. So lange wollten wir gar nicht bleiben, ne? Ich weiß nicht, was ihr heute vorhabt mit mir, oder? Aber das ist wirklich eine Spielwiese, die wir uns in den letzten 10 Jahren so Schritt für Schritt dekoriert haben. Ja. Und wir sammeln auch sehr gerne und schmeißen nichts weg, deswegen müsst ihr ja damit klarkommen, dass hier in jeder Ecke einfach 1000 Sachen rumstehen. Damit kommen wir super klar. Und das ist ja bestimmt auch noch nicht alles, ne? Weil ich weiß ja so aus deinen YouTube-Videos, jetzt gerade wenn man so die aktuellen, da hast du ja auch noch so eine Werkstatt. Das gucken wir uns nachher alles mal an. Wir machen eine Studiotour. Wir gehen mal eine Runde durch, würde ich sagen, oder? Ja. Aber erstmal an den Tisch, oder was? Ja, genau. Ja, lass uns erstmal an den Tisch gehen, ein bisschen hinsetzen. Thank you.
Lieber Matthias, vielen Dank, dass du uns hier in deinem Schloss willkommen heißt, dass wir hier so, also wir wurden ja auch schon bewirtet, ja. Es war ja echt Full Service hier. Bekocht. Besser geht's ja nicht. Von Nene, ja. Bekocht. Mhm. Genau. Ja. Vom Schätzchen. Vom Schätzchen. Nena Schätzrat. Ja. Ja, danke, dass ihr da seid. Ja. Jetzt bin ich mal gespannt, was ihr alles so wissen wollt. Also, ja, ich bin erstmal völlig überwältigt von diesem Studio irgendwie. Ich finde das, du hast ja gerade eben schon gesagt, ihr wohnt hier auch drin. Für mich irgendwie so ein Kindheitstraum. Und wenn man hier so durchgeht, ist das so, man findet immer wieder was Neues. Also es ist irgendwie so, du sagst ja selber, es ist chaotisch, aber ich finde, es ist nicht unordentlich, sondern es ist ja kreativ chaotisch so, ja. Ja, und es macht mega Spaß, 4 Stunden abzustauben. Oh ja! Und immer noch nicht alles erreicht zu haben. Ist die Alternative dann nicht abzustauben? Fenster auf, wir blasen den Dreck raus mit dem Laubbläser. Nee, hat Vor- und Nachteile, aber wir sind hier sehr glücklich eigentlich. Wie lange seid ihr schon hier drin? Ich jetzt zarte 12, 13 Jahre so in die Richtung, ja, okay. Nene jetzt seit über 5 Jahren. Aber auch schon von Anfang an geplant, so ich mache hier Fotostudio und werde auch hier wohnen? Oder hat sich das dann so ergeben im Laufe der Zeit? Der verrückterweise halber muss ich zugeben, damals war ich noch nicht wirklich Fotograf. Ich wollte es werden und die Ecke für Studio war immer schon geplant. Aber irgendwann bin ich dann durch Fotograf geworden. Wahrscheinlich auch durch die Ecke. Okay. Nein, wir hatten hier die Möglichkeit, das alles auszubauen. Und statt hier ein Zimmer hinzumachen, wollte man das Ganze offen gestalten. Mhm. Und ich bin kein Architekt, aber es ist dann doch relativ gut geglückt. Also super, es ist gut, angenehm, ja. Auch wenn wir hier in einem riesen Raum sitzen. Es ist gemütlich, oder? Richtig gut, ja. Total gemütlich. Aber wenn du jetzt, fangen wir mal von vorne an. Was hast du denn gemacht, bevor du Fotograf geworden bist? Fast alles. Ich habe eine ganz normale Lehre gemacht. Ich bin Stein- und Holzbildhauer. Oh. Aha. Aber ich habe eine Bademeisterausbildung. Ich war Restaurator. Ich habe im Spa Regale eingeräumt. Also, alles. Wie alt bist du nochmal? Ich bin Gandalf der Graue. Nein, die ersten, ich sag mal, ja, 24 Jahre meines Lebens habe ich halt versucht zu überleben und Ausbildungen zu genießen, dass ich so rausbekomme. Und erst seit die Fotografie ins Leben gekommen ist, habe ich meinen Punkt im Leben gefunden und um das baut sich das jetzt alles so langsam immer mehr auf. Super geil. Du hast gemerkt, er hat nicht auf die Frage geantwortet, wie alt er ist. 40. Okay. Ziemlich genau. Ach so, deswegen sagst du das jetzt nicht. Ich verstehe. Ja, ich gehe auch auf die 40 zu und dann das, da redet man die dann. Die schlauen Zuschauerinnen hätten jetzt draufkommen können, wenn er 24 und dann die letzten 12 Jahre, hast du gesagt, hier. Dann ist er aber nicht 40, dann ist er nur 36. Ja, stimmt. Gott sei Dank ist das kein Mathematik-Podcast. Ja, aber okay. Wie, also gab es dann irgendeine Inspiration für dich, dass du gesagt hast, du willst Fotograf werden? Oder wie kam es denn dazu? Also wie kommt man denn als, gut, Bildhauer und so weiter, ist schon ein kreativer Job, aber wie kommt man dann zur Fotografie? Irgendwie wurde eigentlich ständig gesagt, du musst irgendwas Künstlerisches machen, weil ich habe viel gezeichnet und durchs Bildhauen kam das einfach immer präsent in meinem Leben zur Geltung. Hatte dann aber einen Job, der mich mit 23 zum Burnout geleitet hat. Oh. Und in der Regenerationsphase, die über ein Jahr dauerte, habe ich mit der alten Spiegelreflex, damals noch eine Analogkamera meines Vaters, angefangen, mich zu beschäftigen, weil mir einfach viel zu langweilig war. Und ich habe eine extrem krasse kreative Geschichte dadurch freigelegt in meinem Leben, weil ich auf einmal gemerkt habe, okay, ich kann was lernen. Und egal, was ich mache, es ist eigentlich immer ein Kunstwerk, egal wie, für mich zumindest. Ja. Und ich war immer ein schlechter Fotograf, behaupte ich, deswegen bin ich ein guter Bildbearbeiter geworden. Aha. Nee, man hat mir wirklich Fotografie mit Bildbearbeitung in Kombination ans Herz gelegt, von Anfang an. Mhm. Und somit war ich gleich derjenige, der Photoshop für sich entdeckt hat und die Spielerei am Abend am Rechner dann eigentlich mehr genossen hat fast schon als die Fotografie. Okay, ja. Und so ist das langsam ins Laufen gekommen. Das ist jetzt schon ziemlich viele Jahre her. Aber mittlerweile bin ich Meisterfotograf. Also ich habe hier noch die Ausbildung zum Meisterfotograf gemacht. Hast du noch gemacht? Ja. Ah, du musstest hier machen, auch in Österreich. Hier in Österreich, ne? war das damals noch Pflicht, okay. Ja, um einen Gewerbeschein zu bekommen. Und da ich mit dem Business-Fotografie durchstarten wollte und das für mich damals der Traum war, Fotograf zu werden, habe ich einfach gesagt, okay, die letzte Ausbildung meines Lebens wird der Meister sein. Ja. Und ja, hier sitzen wir. Geil. Ob ich jetzt mich als Fotograf bezeichne,
Ich weiß nicht genau. Okay. Du machst ja alles so ein bisschen, ne? Also das ist ja nicht. Darf ich kurz noch zwischengrätschen, ja. Weil es vielleicht, also ich glaube, es gibt einen grundlegenden Unterschied zu, wie das in Deutschland und in Österreich läuft, oder? Also wie diese Meisterausbildung, ist das dann wie so eine Abendschule hier oder wie läuft das? Also bei uns darfst du, wenn du einen fertigen Gesellenbrief hast, egal in welchem Business, ich hätte Bäcker sein können, okay. Ja, darfst du zu jeglicher Meisterprüfung antreten. Okay. Wenn du sie schaffst, Glückwunsch. Ja. Ja. Denen geht es eigentlich lediglich darum, dass du in der Innung bist. Fotografeninnung ist in Österreich ein wichtiges Wort. Mhm. Ja. Zumindest damals war es das. Und man ging davon aus, dass ein Fotograf noch mit Chemikalien zu tun hat, wegen Entwicklung und alles drum und dran, und wurde gleichgestellt wie Apotheker zum Beispiel. Krass, okay. Ziemlich krass, ja. Und so war es bei mir eigentlich so, ich konnte keine Schule besuchen, weil ich eigentlich eine Lehre machen hätte müssen, mhm. weil es schulisch eigentlich da keine Ausbildung gab. Und so hat man mir dann einfach nahegelegt, lern einfach alles, was mit Fotografie zu tun hat. Und dann okay. habe ich mich mit meinem damaligen Kollegen zusammengesetzt, alles Material aus Büchern rausgefischt, wo wir glaubten, das könnte zur Prüfung kommen. Mhm. Und ich habe mit Auszeichnung bestanden. Herzlichen Glückwunsch. Ich weiß heute nicht, warum. Ich hatte kein Pech, alles gut gegangen. Sau geil. Sau geil. Ich war ziemlich happy. Ja, und dann Fan. Bist du auf einmal Meisterfotograf. Ja. Hast keine Kunden. Hast gar aber nichts. Aber hey, ich bin Meister. Und ich habe ja schon ein Studio gebaut und alles. Also es war alles so ein bisschen unkoordiniert. Aha, ja. Kreativer Weg dahin. Ja, ich bin auch lange Zeit noch mit zwei Firmen parallel gefahren. Also ich habe eine Beschriftungs- und Folierungsfirma noch okay. geleitet. Und Fotografie wuchs in den letzten Jahren immer mehr, dass ich irgendwann mal sagte, jetzt kann ich sagen, Artstudios, Fotografie, Bildbearbeitung. Aber da warst du ja auch tatsächlich so ein bisschen einer der Pioniere so im deutschsprachigen Raum, was auch so ja, Videotutorials, Bildbearbeitung, da warst du ja schon einer der Vorreiter, oder? Auch YouTube-mäßig. Jetzt hier 2021, rückblickend würde ich sagen, ja, damals kam es mir nicht so vor. Okay. Aber ich habe tatsächlich meine ersten YouTube-Videos, die ich mir selbst reingezogen habe, um was zu lernen, auf Spanisch angesehen. Ui. Mit einem spanisch-deutschen Wörterbuch. Na, spanisch-englischen Wörterbuch, sorry, weil ich nur einen englischen Photoshop geklaut hatte. Was, hat er geklaut gesagt? Ja, wirklich. Hast du schon mal mit Adobe zusammengearbeitet? Ja. Die haben mich auch 2016, glaube ich, mal aufmerksam gemacht, Herr Schweighofer. Wir würden gerne mit Ihnen zusammenarbeiten, aber irgendwie haben Sie kein Abo bei uns. Oh. Nee, 2014 war das. Ja. Krass. Aber alles gut gegangen. Okay. Ja. Und ich weiß nicht, wo die Frage jetzt war, ich habe mich gerade voll verredet, aber... Wie sind wir jetzt da hingekommen? Das ist so einer der Pioniere tatsächlich. Ach so. Ich und mit den spanischen... Ja, ich habe dann angefangen, deutsche YouTube-Videos einfach von den spanischen nachzumachen. Ja. Weil ich sagte, das muss ja irgendwie bei uns auch gehen. Damals war noch Pavel Cabrón, war ganz gut im Rennen. Calvin hat noch relativ viel gemacht. Und dann war es aber schon relativ seicht, das Backstand. Ja, ja. Und jetzt... kann ich auf fast 500 Tutorials auf YouTube zurückgreifen. Also ja, das ist mittlerweile mächtig, anderes Zeug dazugekommen, was bestimmt einige auch festgestellt haben. Aber war es von vornherein so der Plan, ich mache das? Ich habe keinen Plan im Leben. Okay, aber was? Okay, aber formulier es neu. Also, okay, was war die Motivation überhaupt, so auf YouTube zu gehen? Hast du damals schon irgendwie gedacht so, ich will das, was ich gelernt habe, für mich gleich weitergeben? Oder war es für dich auch nochmal so ein Lernprozess? Ich mache das, um quasi live mit meinen Zuschauern zu lernen? Oder was war die Motivation, so in die Öffentlichkeit zu gehen? Also ich sag mal, der normale Fotograf auch zu der Zeit ist ja eher so ein Studiohocker, der vielleicht gar nicht so in der Öffentlichkeit stehen will. Um die Konkurrenz nicht zu schulen? Ja, genau. Ja, genau. Genau. Das ist auch, habe ich tausende Male gehört. Ich kann dir ehrlich gesagt nicht sagen, warum ich auf YouTube wollte. Ich glaube, ich brauchte damals nicht die Bestätigung, sondern eher die Kritik, um besser zu werden. Also ich habe sofort, als ich angefangen habe, zu fotografieren und Bild zu bearbeiten, Foto-Community genutzt. Dann kam Facebook langsam dazu. Instagram kam relativ spät. Aber diese Plattformen und Social-Media-Kanäle, die haben mich so nach oben gepusht, um mich motiviert weiterzumachen und dann kommst du irgendwann mal in diesen innerlichen Zwang, ich muss heute ein Bild machen, ich möchte was posten. Okay. Und ich wollte immer was Neues machen. Und warum YouTube
Warum da angefangen wurde, ich kann es dir eigentlich gar nicht sagen. Einfach so ein Bauch. Vor allem, das war auch nie die Absicht, dass ich Geld damit verdiene. Das gab es vielleicht. Ich weiß gar nicht, ob es damals das schon gab, dass man mit YouTube Geld verdienen kann. Das mache ich jetzt erst seit 5 Jahren eigentlich. Okay, krass. Ich wollte, glaube ich, nur zeigen. Ja. Dann kam aber auch damals der Galileo Press Verlag, der Rheinwerk Verlag, die sich aufgrund dieser Videos dann dazu entschlossen haben, mit mir das erste Buch zu schreiben. Also ich habe mir den Buch geschrieben, ein Foto-Community-Buch, und dann die ersten Tutorials mit denen zu machen. Und dann bin ich drauf gekommen, hey, das ist genau das, Schulen, Leuten zu zeigen, wie einfach es eigentlich ist und wie kreativ es sein kann und wie viel Spaß es vor allem macht. Das war dann, glaube ich, das Steckenpferd, auf dem ich weiterreiten wollte. Super geil. Und also ich meine, diese Bücher waren wahrscheinlich auch dann so ein bisschen Türöffner für... Das war mega geil. Oder? Also, ja. Jetzt bin ich Autor. Hallo, guck mal. Meister Fotograf und Autor. Geil, ey. Schreibe ich noch einen Song und werde Weltstar. Nein. Das Coole an der Fotografie und Bildbearbeitung ist, ich kann nicht aufhören, kreativ zu sein. Ich muss es. Jedes Mal, wenn ich eine Kamera in die Hand nehme, schaltet sich in meinem Kopf was um und ich versuche, kreativ zu sein. Ob ich es am Ende dann bin, bleibt dahingestellt. Ja. Aber gerade beim Bildbearbeiten auch, du hast ja alle Zeit der Welt. Wenn du nichts für einen Kunden machst, dann kannst du ja halt einfach mal rumprobieren. Ja. Und es gibt ja, das ist wie beim Kochen. Du kannst halt ja aus einem Fisch und Butter was Geiles machen, morgen machst du was komplett anderes daraus. Also aber mit den gleichen Zutaten so, ne? Genau. Ja, genau. Und so ist es auch jetzt noch, nach so langer Zeit, immer noch sehr interessant und kreativ. Sau gut. Das klingt auf jeden Fall cool, ja. Aber damals war es ja, wenn ich das jetzt mal so vergleiche, dein damaliger Content gerade auf YouTube war ja schon sehr Photoshop-lastig und Fotografie-lastig, da hast du sehr viel Photoshop gezeigt. Und jetzt hat sich's ja so ein bisschen verschoben, sage ich mal. Wenn ich jetzt auf deinen YouTube-Kanal so gucke, so die Videos, das sind mehr so Bastel-Videos, du bist viel in der Werkstatt, zeigst auch, was du mit einem 3D-Drucker zum Beispiel machen kannst und so weiter. Wann kam das? Hast du das dann irgendwie, kam das auch erst später bei dir dazu oder war das schon die ganze Zeit mit dabei in deinem Prozess und du hast es nur nicht gezeigt oder wie kam das denn zustande dann eigentlich? Ich habe ursprünglich diesen YouTube-Kanal um das Fotografie- und Bildbearbeitungsthema gestrickt, bin aber auch drauf gekommen, dass die Leute auch hinter den Kulissen-Videos zum Beispiel sehen wollen und dann kamen auf einmal diese Backstage-Videos, wo ich mal zeige, wie baut man ein Lichtset auf. Dann kamen die ersten Kulissen, die ich gebaut habe und die Leute wollten wissen, hey, zeig doch mal, wie du sowas machst. Oder? Ich habe da ein Zirkuszelt bei mir ein halbes Jahr im Studio stehen gehabt. Da wäre ich jetzt auch noch drauf gekommen. Das war ja so ein mega cooles Projekt. Ne? Also das war Kreativität pur. Ja. Und da ist alles Low-Budget gemacht worden. Und irgendwann habe ich beschlossen, das gehört alles unter diese Haube Schweighofer-Art. Und warum soll ich sie nicht zeigen? Ich verkork's mir da zwar manchmal mit Zusehern, weil sie sagen, hey, ich habe dich nur abonniert, weil ich Bildbearbeitung sehen wollte. Ja, okay. Dann interessiert dich wahrscheinlich ein, wie baue ich ein Schwert-Tutorial für ein Fotoshooting, eher weniger. Ja. Und weil du es ansprichst, jetzt ist es sehr wenig Bildbearbeitung in meinem Content drinnen. Das liegt eigentlich daran, dass es momentan ziemlich gesättigt ist und ich fast schon sage, was soll ich jetzt momentan noch zeigen, das nicht schon 10-mal gezeigt wurde. Ich möchte nicht ständig mit einer Gebetsmühle alles nochmal wiederholen. So. Und auch natürlich kann ich nach jedem Update von Photoshop einfach sagen, okay, ich mache jetzt mal die 10 besten Tricks aus der Bildbearbeitung mit den neuen Adobe-Sachen, aber ich muss was wollen, damit ich es gut mache. Ja. Und das ist nicht so meins momentan. Wenn es dann erzwungen ist. Ne? Kommt vielleicht auch später. Ich habe aber auch tatsächlich auch schon die Idee geboren, dass es womöglich daran liegt, dass ich in einer Dachgeschosswohnung lebe und im Sommer es so heiß ist, dass ich mein Büro ungerne mit Mikro und Licht und allem drum arbeite, sondern eher im Winter dieser Bildbearbeitungskontent kommt. Und im Sommer mache ich dann eher Sachen, wo ich draußen bin oder eben, wo ich mich nicht in mein enges Kämmerchen zwinge. Ja. Das kann auch sein. Also ja, verstehe. Ich möchte nur die warten. Da kommt vielleicht noch, da kommt vielleicht noch was. Ja. Seid gefasst. Pläne habe ich viele, aber ich werfe sie ständig über den Haufen. Dafür sind Pläne ja da. Ja, ich wollte gerade sagen, so, das ist ja in einem kreativen Chaos völlig normal. Ja, bei Mund schon, ja. Aber wenn ich mich jetzt hier so umgucke, ne, das ist so, es ist halt nicht nur ein normales Fotostudio, sondern du machst irgendwie, du bietest ja das Komplettpaket an, du machst ja alles. Du baust auch Kostüme, du baust Kulissen. Und vor allem hast du gesagt, du machst eigentlich auch für deine Kunden letztendlich eine Agenturarbeit, ne? Also, ja. Das ist mir auch erst recht spät bewusst geworden, dass das, was man bei mir hier eigentlich kaufen kann oder buchen kann, mehrere Firmen
zusammenbringt. Mhm. Normal brauchst du einen, der Konzept macht, eben eine Agentur, ja. Der sich dann die Leute aussucht, die Fotos machen, die Post-Production machen, die Make-up oder was da draußen machen. Und bei uns, wir arbeiten gern im Team, wir haben unsere Leute und somit haben wir gesagt, wir können eigentlich sowas im Paket anbieten, ohne es als Paket zu nennen. Okay, so, ja. Die kommen zu uns und sagen, hey, wir haben das und das in Planung, das muss verkauft werden, wir brauchen ein gutes Werbekonzept. Mhm. Und dann wird wirklich mal Briefing gemacht, was wollen sie verkaufen, welche Medien wollen sie bedienen, welche Formaten muss es rausgehauen werden, und dann wird ein Konzept erstellt. Aber also kommst du dir, oder anders gefragt, Agenturen, du machst jetzt quasi einen Agenturjob, das heißt, kommen Kunden, im Normalfall gehen ja Kunden tatsächlich zu einer Agentur, weil sie dieses Konzept haben wollen und die Agentur bucht einen Fotografen dazu. Kommst du manchmal tatsächlich dann auch mit Agenturen in Kontakt und da gibt es irgendwie Streitigkeiten, ihr kommt euch ins Gehege? Nein, ganz im Gegenteil. Es kommen erstaunlich viele Agenturen zu mir. Ach, tatsächlich? Ja. Die mit mir dann als Externen, als Frischdenkenden nennen sie es öfters, ja. Also einen, der nicht seit gebrandet drei Wochen ist. Den gleichen Kunden gebrandet kriegt. Ja. Ich komme als frischer Punkt in die Sitzung rein und dann wird mit mir das Konzept weiter ausgearbeitet. Aber okay. Das hatte auch lange gebraucht und lange gedauert, bis ich das Vertrauen dieser Agenturen hatte. Ich muss einfach sagen, okay, dem Schweighofer können wir das geben, das passt zu ihm, weil es muss auch passen zu mir, dass es gut wird. Ich sage es ganz ehrlich, ich mache nicht alles oder ich kann nicht alles. Und dann kann es durchaus vorkommen, dass die Agentur den Kunden einfach mir empfiehlt oder ich werde dem Kunden empfohlen von der Agentur aus und dann kann ich dort weiterarbeiten. Okay, okay. Ja. Du hast aber, ganz kurz, ja. Du hast vollkommen recht, wenn ich nachdenke, es gibt natürlich auch eine Werbeagenturen, die dem Kunden schon ihr Konzept und ihre Ideen verkauft haben und da bin ich dann der nur Handwerker ist und das abarbeitet. Ich stelle es mir vor allem schwierig vor, ich weiß jetzt nicht, wie, also in Agenturen kommen ja ganz oft so ganz große Egos treffen da aufeinander. Habe ich gehört. Ich weiß natürlich nicht, welche Agenturen ich jetzt, von denen ich jetzt rede. Aber also da kann schon auch sehr, sehr viel Reibungsfläche in so einem Kreativprozess entstehen, oder? Also wie geht man dann, ich frage mich immer, wie geht man dann mit sowas um, wenn man ja selber auch quasi eine Idee mit reinbringt und aber es ja auch immer jemanden gibt, der seinen Job ja auch rechtfertigen muss und der dagegen arbeitet. Aber ich glaube, ich bin jetzt weit über ein Jahrzehnt lang selbstständig. Man lernt den Umgang einfach. Man weiß mit der Zeit, auch schon beim Erstgespräch, wie viel von meinem Input kann ich reinhauen, ohne dass die Agentur vom Kunden schlecht darstellt. Okay. Das geht ja hauptsächlich, ja. Oder? Und ich kann es auch vertreten, meinen Namen nicht zu nennen, sondern dass ich einfach undercover für diese Agenturen arbeite. Es ist ein Job, der meine Miete am Ende des Tages bezahlt. Ja. Und wenn ich da mein Ego zu sehr reinstrecke, bringt das ja auch nichts. Ja, aber da bist du aber dann schon viel weiter als viele. Da bin ich dann aber auch der Handwerker. Ja. Der Meisterfotograf, der sein Handwerk einfach macht. Ja. Aber macht es dir dann trotzdem genauso viel Spaß, wenn du nicht deine eigenen Ideen umsetzen kannst? Nein. Sondern wirklich nur so, ja. Klares Nein. Nein, es hängt von den Agenturen ab. Es gibt Agenturen, die wirklich mit sensationellen Ideen kommen, die ich selbst nie hätte oder die ich mir nicht ausdenken könnte. Und das, was so rauscht, das ist mein Nachbar. Der spritzt ein bisschen mit seinem Schuss. Ja, das ist ganz normal. Wir sind hier im Gewerbegebiet. Tut mir leid. Kein Thema. Weiß gar nicht, hört man das überhaupt im Video? Ganz wenig. Okay. Alles gut, machen wir weiter. Ja. Aber es gibt auch die Agenturen, die strikt mich einfach als Handwerker buchen. Und dann ist es so. Mhm. Ja. Dann. Aber wie kommt man, also, oder wie bist du dahin gekommen, diesen überhaupt mal in dieses Business reinzukommen? Weil, also, angefangen hast du ja tatsächlich, wie du auch selber sagst, mit diesen karikaturhaften, lustigen Selbstporträts auch, sehr quietschig, sehr bunt. Ja. Also der Swing dahin zu quasi, ich soll jetzt nicht aufhören, seriöserer Werbe- oder Agenturfotografie ist doch ziemlich, also der ist hart, oder? Oder wie schafft man das? Ich glaube, ich habe das Glück, dass ich nicht wegen der Fotografie gebucht werde, sondern wegen der finalen Postproduktion. Und dass sie sich den Fotografen zusätzlich noch sparen. Mhm. Es ist sehr schwierig bei der Art von Bildern, die ich mache, Fotografen zu finden, die das Verständnis haben, wie am Schluss das Bild aussieht. Ja. Und wenn ich das jetzt aber selber mache, dann weiß ich genau, in welcher Brennweite, welcher Perspektive, in welchem Licht ich fotografiere, dass das Produkt, das bearbeitet ist am Schluss, dann gut aussieht, echt wirkt vielleicht oder so, wie der Kunde halt haben möchte. Und das ist tatsächlich die mit Abstand schlimmste Arbeit, wenn ich Fremdbilder retuschieren muss.
Ja. Nicht, weil sie schlecht sind, sondern weil sie nicht mit meinem Hintergedanken der Postproduktion gemacht wurden. Und da kann es an Kleinigkeiten liegen, wie blonde Frau vor weißem Hintergrund fotografiert und ich tue mir blutig hart beim Retuschieren. Ja. Aber wenn ich selber fotografieren würde, wäre sie halt vor schwarzem Hintergrund. Ich sage jetzt mal ein kleines Beispiel. Ja. Und ein normaler Fotograf würde meine Bilder vielleicht als plump bezeichnen, wenn er sie sich ansieht von der Lichtsetzung her, aber ich fotografiere sie sehr schal, damit ich nachher in der Postproduktion das komplette Licht neu setzen kann. Also ich schaffe mir im Prinzip eine Leinwand mit der Fotografie und die Farbe kommt dann erst mit der Postproduktion rein. Krass. Das ist bei Agenturen, die sagen, mach die Fotos auch, denn es ist komplett egal, wie die Fotos aussehen, Hauptsache das Endresultat stimmt. Mir ging es bei der Frage eher darum, wie man vom Standing dann dahin kommt. Also wenn man in der Öffentlichkeit quasi, du trittst da auf mit, ich mache lustige bunte Selbstporträts von mir, die super geil sind. Okay, und wie kommt man dann zu solchen Kunden? Genau, ja. Also wie schafft man dieses Standing zu... Ich glaube, das hat viel Zeit auch gebraucht. Okay. Es ist schon auch der Social-Media-Auftritt ziemlich präsent damals gewesen und bestimmt auch ausschlaggebend. Aber ich habe meine ersten Jobs mit freien Projekten bekommen, indem ich habe schon öfter mal erzählt, aber ich habe für eine Bosch-Bohrmaschine komplett zerlegt und eine Explosionsfotografie gemacht. Also ich habe die auf Schaumstoff aufgesteckt, einmal fotografiert, freigestellt, sodass es aussieht, als würde sie gerade explodieren. Und habe die dann in DIN A3 ausgedruckt, auf Hochglanz und habe sie der Firma Bosch geschickt. Mit einem Post-it drauf, ist fertig. Geil. Und habe meine Visitenkarte dazu und dann hast du innerhalb von 3 Tagen den Art Director dieser Abteilung am Telefon ziemlich erschüttert. Wir haben nichts bestellt bei Ihnen. Ja, ich weiß. Aber interessant, jetzt rufen Sie mich an, jetzt habe ich Sie im Apparat und jetzt können wir drüber reden. Also ich bin so mit der Tür ins Haus gebrochen und habe tatsächlich dann meinen ersten großen, sehr großen Auftrag für damalige Zeiten für die Firma Bosch dann gemacht. Du bist ja geil. Das hat genau einmal funktioniert. Okay. Ich habe es dann mit Zahnbürsten probiert. Ich wollte gerade sagen, ja, hast du das öfter probiert? Ja, natürlich. Natürlich. Aber es war für meine Verhältnisse der große Schritt, den ich damals gewagt habe. Und es hat funktioniert. Ja. Und das hat mir einen gewissen Polster an finanzieller Freiheit dann gegeben. Aber sonst muss ich sagen, ist es wirklich Türklinken putzen. Oder auf gut Glück. Und ich habe in meiner Karriere sehr viele zufällige Begegnungen genossen, von denen ich jetzt lebe. Sie sehr fruchtbar sind. Okay. Ja, das ist wirklich so, ja. Aber das hat ja auch tatsächlich immer was mit dir zu tun, wie du auf Menschen zugehst. Also du bist ja ein total sympathischer Typ. Also ich glaube dadurch, und du bist ein echter. Genau. Du bist ein echter Typ vor allem. Und ich glaube, das ist das, was dann schlussendlich auch bei den Leuten ankommt, oder? Also du bist jetzt nicht irgendwie, du bist ja vor der Kamera, bist du genauso wie hinter der Kamera. Ich möchte nicht respektlos den Leuten gegenüber um Gottes Willen, nein. Aber es interessiert mich nicht die Bohne, ob das ein Manager ist oder ein Rockstar oder sonst irgendwas, sondern eigentlich geht es nur darum, wir haben 2-3 Stunden Fotoshooting und da müssen gute Bilder entstehen. Ja. Und dieses Feeling, ich glaube, wenn man jetzt keine Ego-Sau vor sich stehen hat, wenn man dieses Feeling rüberbringt, ist es für die Leute viel angenehmer, als wenn jemanden, der einem die ganze Zeit den Arsch kriegt, nur damit man cool war zu dem Star. Weißt du, was ich meine? Ja, also, da gehe ich lieber hin und sage, hey, so und so. Ich sehe jetzt jede Falte dann gleich mal am Rechner von dir. Du brauchst nicht so tun, als wärst du die Schönste auf der Welt. Ja? Ja. Ich bin wie ein Schönheitsdoktor. Das kriegen wir an. Wir müssen hier offen reden. Ja. Ja. Und ich sage aber auch beim Fotoshooting, wenn ich eine Dame vorher habe, so setzen wir dich nicht hin, dass sie so dick aus. Mhm. Ich sag's ehrlich, sie weiß ja, dass sie, wenn hier der Oberschenkel rauskommt, dick aussieht. Aber ich bin der sagt, ich biete eine Lösung an und diese Ehrlichkeit bei der Fotografie, die vermisse ich bei anderen Kollegen, weil mit Schleimen kommst du bei solchen Sachen eher nicht so weit, ne? Ja. Weil am Ende des Tages sehen die Leute ja dann doch die Bilder und kritisieren dann, warum hat der Fotograf mich da nicht aufmerksam gemacht. Ja. Ja. Muss man sich aber auch erstmal trauen, ne? So ehrlich zu sein. Das ist der Tiroler Charme. Okay. Ich wollte gerade sagen, das ist halt auch so deine Art so insgesamt. Also du bist ja nicht... Du kommst ja nicht bösartig dann rüber, wenn du ehrlich bist, sondern du hast ja dann trotzdem noch so dein Lächeln noch drauf. Und nein, hast auch einen lockeren Spruch wahrscheinlich irgendwie dazu. Ja, natürlich. Das ist beleidigend oder böse. Ey, das ist fett aus, setz dich mal anders hin. Nein, aber das lernst du auch als Fotograf mit der Zeit. Und da wird mir jeder Fotograf bestimmt beipflichten, dass
man den Umgang mit den Menschen erst nach ein paar Jahren langsam raus hat. Man muss schwierige Kunden kennenlernen, man muss tolle Kunden kennenlernen, um so ein Gefühl auch zu kriegen, wie kann ich mit wem umgehen, weißt du? Wer ist der Chef in der Firma? Das ist oftmals nicht der Chef, sondern das ist der, der den Auftrag an Land mir gebracht hat. Also ich sag's nur, es ist viel psychologische Kriegsführung bei der Fotografie dabei. Wie knack ich wen so? Ja. Genau, und dann sitzt du vorm Rechner und musst entscheiden, wie viel Weichzeichner nutzt man denn heute wirklich? Wie viel verträgt der Kunde, dass er sagt sexy, aber seine Frau sagt oder seine Freundin oder wer auch immer sagt, das war zu viel. Weißt du, das ist so, du musst es mit, ja, es ist, ja. Ich habe viele schlimme Bilder rausgehauen, bevor ich jetzt. Echt? Ja, garantiert. Aber bis jetzt hat es geklappt, also anscheinend mache ich es nicht ganz falsch. Aber ist schon krass, also dieser gesamte Prozess, wie war denn das überhaupt bei dir? Ich meine, jetzt Corona ist jetzt so langsam vorbei, ist jetzt eigentlich auch ausgelutschtes Thema, aber wenn du jetzt davon sprichst, dass du jetzt sehr viele Auftragsarbeiten hast inzwischen, wie hast du das im letzten Jahr dann bewerkstelligt? Gab es dann da auch so viele Aufträge für dich oder war es bei dir auch so wie bei fast jedem anderen, dass da schon ziemlich viel weggebrochen ist? Erstmal. Also was weggebrochen ist, und das vermisse ich bis jetzt, ist meine Kreativität. Das klingt jetzt beinhart, aber dieser Schneckenhauseffekt, den ich Anfang der Corona-Zeit einfach mir angeeignet habe, dieses ich ziehe mich zurück in unsere eigenen vier Wände hier und versuche die Sache zu überstehen, da bin ich noch nicht ganz raus. Also diese freien Projekte, die ihr vielleicht noch kennt, die wöchentlich mal auf Facebook oder YouTube rausgehauen worden sind, die sind momentan sehr rar, weil es nicht funktioniert. Was ich aber momentan schaffe, ist die Arbeit für Kunden sehr gut hinzubekommen. Also ich kann momentan sehr gut Aufträge abarbeiten, weil ich weiß, die finanzieren mein Leben. Und ich bin froh um jeden Auftrag, den ich momentan kriege. Es war eine harte Zeit, aber eigentlich nur bis ich verstanden habe, dass die Leute, die zu Hause sitzen und auch nicht kreativ sein dürfen weil sie auch im Lockdown sitzen, dass die ja mit dem vorhandenen Content, der auf meiner Webseite ist, in meinem Onlineshop ist, theoretisch weiterlernen können. Und dann wurde eine Werbekampagne für meinen Webshop mal gemacht und das hat mich eigentlich aus der Krise rausgezogen. Ich habe viele Kunden verloren, die jetzt nach 2 Jahren langsam wieder kommen. Ja. Ich habe viele Workshops einfach nicht machen können, weil ich bin ja eigentlich jemand, der durch die Gegend zieht und Workshops macht. Mhm. Das vermisse ich sehr. Willst du das auch wieder machen, ja? Oder... Weil wenn ich jetzt so das Gespräch so Revue passieren lasse, dann bist du meiner Meinung nach im Moment relativ gut ausgelastet mit deinen Agenturarbeiten. Ja, und hast du dann noch die Zeit und auch die Muße und auch hast du Bock darauf, dann nochmal so dieser Mensch zu werden, der, ich meine, Fotokina gibt es jetzt nicht mehr, aber der dann auf der Fotokina steht und Vorträge hält und so weiter. Willst du sowas nochmal machen? Ich würde es liebend gerne machen. Ja. Ich weiß nämlich, ich bin jemand, der nicht lange bei einem Thema bleiben kann. Ich kann nicht 6 Monate lang Freisteller machen. Das kotzt mich an. Ich glaube, das kann ich nicht mal einen Tag machen. Also. Ja, die Arbeiten, die ich jetzt mache, die sind teilweise monoton. Und ich weiß, ich kann sie durchziehen, ich muss durchbeißen. Mhm. Aber so richtig Freude bei den Arbeiten ist selten dabei. Und ich weiß aber, wenn ich mit Leuten zusammenarbeiten darf und merke, wie die kreativ werden durch die kleinen Tipps und Tricks, die sie bekommen bei solchen Schulungen, das ist großartig. Und das vermisse ich jetzt vielleicht noch nicht, weil ich mich einfach noch nicht in die Situation versetzen kann, aber es sollte auf jeden Fall wieder kommen. Mhm. Unbedingt. Vor allem sowas befruchtet sich ja dann auch immer gegenseitig, ne? Also hast du schon mal irgendwie Workshop-Teilnehmer gehabt, mit denen du dann irgendwie später nochmal zusammengekommen bist? Ja, sich irgendwas ergeben hat? Bestimmt, oder? Es sind viele Freundschaften entstanden. Und ich habe auch viele Leute wachsen sehen. Jetzt nicht nur durch mich, überhaupt nicht. Das möchte ich mir gar nicht aneignen, sondern die einfach, wo ich gesehen habe, die haben angefangen und haben mit meinen Tutorials halt gestartet. Mhm. Und wo die jetzt sind, das ist so das ist geil, cool, oder? Ja. Und viele Leute auch dabei, die sagen, ey, wir müssen uns wieder mal auf einen Kaffee treffen, weil mit dir habe ich angefangen. Ja. Also, die sind dankbar teilweise. Ja. Und ich finde es einfach großartig, aus einem Workshop oder einem Vortrag rauszugehen und zu sehen, wie die Leute motiviert sind. Ja. Weil es ist ja nichts anderes. Es ist kreative Kunst, die man macht. Und auch wenn du es nicht hauptberuflich machst, es verschönert dir in irgendeiner Form den Tag. Ja, du tust ja auch was für dich. Also ja, ich verstehe jeden, der mit der Kamera in den Wald geht und stundenlang Pilze fotografiert, einfach weil es schön ist. Ja, ja, genau. Ich würde es nie machen, aber ich verstehe das. Ja. Ich glaube,
Notfall müssen wir ihn mal mit auf so einen Berg schleppen. Ich glaube auch, ja. So einfach mal so zwei Stunden mal nach oben wandern, dann mal so 5 Stunden auf das richtige Licht warten, so wie du es vorhin gesagt hast, und dann wieder 2 Stunden nach unten. Und dann? So, einfach mal, um es mitgemacht zu haben. Und dabei filmen wir nicht die ganze Zeit. Naja, wer weiß, aber vielleicht steigt er dann noch ein, weißt du? Ja, ja, genau, ja. Das kann ja passieren, ja. Ich habe Landschaft oft versucht und wir sind draufgekommen. Ich bin hier drinnen besser auf. Okay. Wie ist denn das eigentlich überhaupt? Also wie viel nutzt du denn dieses Studio jetzt eigentlich wirklich für deine Auftragsarbeiten? Passiert das mehr in externen Studios oder ist es schon so, dass das viel hier passiert? Das kommt von der Auftrag natürlich an. Also es sind sehr viele Jobs, die aktuell nur aus Stockfotos bestehen. Mhm. Also da wird Material von mir eingekauft, mhm, weil wir noch nie in der Sahara waren, zum Beispiel, nur als Beispiel jetzt. Ja. Das Studio selbst wurde bis vor 2 Jahren sehr intensiv genutzt. Also 2-3 Shootings in der Woche waren selbstverständlich. Jetzt eher für Tabletop-Fotografie, je nachdem, was der Kunde halt hat. Aber ich bin auch jemand, der mobile Studio hat und ich fahre auch zu meinem Kunden hin, denn ich brauche eigentlich nicht viel, um die Art von Bilder zu machen, die ich benötige. Also ich gehe mit 2 Streiflichtern und einer Softbox, einer Octabox und einem weißen Hintergrund auf Tour. Und theoretisch könnte ich dich am München Oktoberfest fotografieren. Ich weiß, wie ich fotografieren muss, dass ich danach so freistelle, dass es aussieht, als wärst du in einem leeren Raum. Also es geht auch. Ja, geil. Okay. Aber ich biete dem Kunden das an, ich komme zu ihm. Mhm. Weil der Kunde, ich kenne das halt von Firmen, ich habe viele Firmen Shootings mit 5-6 Personen. Schaff's mal, eine Firma 100 Kilometer zu mir zu bekommen, 5 Leute. Dann fahre ich lieber alleine dorthin und fotografiere vor Ort. Das ist eine Art Service, das natürlich auch bezahlt wird. Ja. Aber es ist einfacher. Und die sind in ihrem gewohnten Umfeld. Das ist alles ein bisschen einfacher, als hierher zu kommen. Und du hast nicht im Hinterkopf so, oh Gott, die sind jetzt hier und ich muss denen vielleicht auch noch hier Service mit Getränke und was weiß ich, wo du eigentlich deinen Kopf bei der Arbeit haben müsstest, aber dieses ganze Drumherum so muss irgendwie auch. Ich hab da vollkommen recht. Ich krieg sogar noch einen Kaffee. Genau. Ja. Nicht so wie bei uns hier. Genau. Die sich erstmal bekochen lassen. Ja. Aber grundsätzlich ist es ja eigentlich eine saugeile Räumlichkeit, um halt hier auch Besprechungen zu machen, Moodboards zu erstellen, hier an dem Tisch zum Beispiel. Ich kann mir das richtig gut vorstellen, wie hier halt so ein kompletter kreativer Prozess stattfinden kann. Und wir gucken uns ja gleich auch zusammen das Studio nochmal an. Da können wir ja so ein bisschen auch nach Zeitplan mal durchgehen, wo was so ein bisschen stattfinden könnte oder vielleicht auch stattgefunden hat früher. Ne? Ich glaube, ich finde das echt spannend. So. Ich kann mir das richtig vorstellen, wie wir hier anfangen. Dann fotografiert man da, dann gehst du später in dein Büro, retuschierst da noch oder auch in deine Werkstatt, vielleicht vorher sogar noch in die Werkstatt, um da irgendwas zu bauen. Also es gibt ja für alle, da hinten gibt es noch einen Make-up-Raum. Es ist ja für du hast ja für alles irgendwie was eine eigene Räumlichkeit hier und alles verzahnt sich dann irgendwie so ineinander. Ihr werdet erstaunt sein, aber ich verkaufe die meisten, also ich bekomme die meisten Zusatzverkäufe. Ich fange anders an. Der Kunde kommt zu mir und hat eine Idee, die möchte machen. Dann sitzt er hier drinnen und sieht die anderen Möglichkeiten, die es noch gäbe. Die werden im Unterbewusstsein durch das Ambiente hier einfach auf das Auge gedrückt. Und sehr oft entstehen hier Ideen und neue Projekte, die der Kunde anfangs gar nicht realisiert hätte oder gewollt hätte. Mhm. Ja, weil man einfach sagt, ja, ich kann dir dank Nini ein Make-up und einen Hairstylisten herstellen. Wir können dir Klamotten nähen, schneidern, bauen, was auch immer. Es ist hier der kreative Spot und hier nimmt man sich auch Zeit. Ja. Also es kommt extrem selten vor, dass ein Kunde kommt und jetzt wird fotografiert, sondern der Kunde kommt und der Kunde wird erstmal kennengelernt. Mhm. Ich muss das Produkt kennenlernen. Ich muss wissen, wer ist der Käufer am Schluss. Ja? Wenn Musiker kommen, ich muss die Musik hören, dann nehme ich mir einfach Zeit und setze mich eine halbe Stunde rüber und höre mir das Album an. Ich sage es jetzt nur einfach, ich muss das verstehen. Ja. Und dann werden sie fühlen sich wertgeschätzt hier und hier wird einem nicht langweilig. Die kriegen dann einfach Zettel und dann sollen sie einfach mal schlagwortartig aufschreiben, was fällt ihnen zu ihrem Produkt ein. Das klingt jetzt total banal und eigentlich nach Schule, aber so funktioniert es am besten. Mhm. Und ich sage immer, ich gehe dann wie Dagobert Duck im Kreis und versuche Ideen zu sammeln. Und das Brainstorming funktioniert ja eigentlich so, dass wenn ihr Kunden seid, ihr würdet hier sitzen und ich würde hier im Kreis laufen, ständig Fragen stellen und versuche in meinem Kopf Ideen auszuarbeiten. Und dann am Schluss haben wir einen riesen Flipchart, wo wir einfach aufschreiben, was würde alles gehen. Und dann geht der Kunde nach Hause, mit einem Kopf voller Ideen,
und muss sich entscheiden, was er nimmt. Ja. Und das ist das Schöne, ich gebe diese Verantwortung ab. Ja. Denn sobald der Kunde sich für etwas entschieden hat, wird er am Ende des Tages immer sagen müssen, das war ja eigentlich meine Entscheidung. Ja, ja. Also er kann es mir nicht mehr auf den Kopf binden. Ich versuche ihn zu überfluten mit Ideen und mit Konzepten. Und wenn er sich für eine Idee entschieden hat, dann kommt meine Arbeit mit der Akquise, dass ich versuche herauszufinden, wie kann man ein Moodboard erstellen, welche Materialien werden verwendet. Ich muss ja auch Kosten aufstellen, Kalkulationen machen, all das ist dann im Prinzip meine alleinige Arbeit. Dann kommt man nochmal zum endgültigen Meeting, wo man sagt, machen wir es so. Mhm. Dann werden die Pläne gezeigt. Also ich mache sehr viel Konzeptarbeit, ich zeichne viel. Und dann geht es ans Eingemachte eigentlich. Ja. Geil. Also es braucht seine Zeit, bis ein großes Projekt umgesetzt ist. Das sind dann teilweise schon 3-4 Wochen. Außer es wird wirklich was Großes gebaut. Ich stelle mir das auch extrem schwer vor, überhaupt so eine Kalkulation dafür zu machen. Weil du arbeitest ja überhaupt nicht nach Schema F. Also da gibt es ja überhaupt nichts, wo man sich dann fürs nächste Mal wieder dran orientieren kann, sondern es ist ja immer wieder was komplett Neues. Und wie kann man da überhaupt, also jetzt mal so ganz generell gesprochen, aber wie kann man denn überhaupt da eine vernünftige Kalkulation aufstellen, wenn du vorher gar nicht weißt, wie lange werde ich denn jetzt zum Beispiel daran arbeiten, eine Kulisse zu bauen? Dann geht es vielleicht noch, dass man Materialkosten und so weiter so einigermaßen planen kann. Aber kalkulierst du noch Arbeitsstunden oder sagst du am Anfang direkt einen Endpreis und dann ist es deine Aufgabe, das irgendwie in der Zeit abzuarbeiten, dass es sich auch noch lohnt? Also ganz ehrlich, die erste Frage, die man mir beantworten muss, ist, was ist Budget? Ja. Die Budgetfrage hat nichts damit zu tun, was mein Angebot am Schluss ausmacht, sondern ich muss einfach die Schmerzgrenze wissen, wo der Kunde sagt, das möchten wir ausgeben, dafür können wir uns das leisten. Und anhand von diesem Budget kann ich für mich einordnen, in welchem Bereich kann ich viel Arbeit reinstecken und in welchem muss ich sparen. Ja. Es gibt Fixkosten wie Studiomiete, die Studiozeit, also ich weiß ungefähr, dank der Erfahrung jetzt als Fotograf, wie lange brauche ich für ein Studio. Ich weiß, was kosten Stockfotos, wie viel werde ich brauchen. Das sind alles so Kalkulationspunkte, die sehr fix sind und die auch sich wunderbar im Angebot machen, weil da stehen die Punkte A bis Z da. Das Schwierigste ist, die Idee zu verkaufen und dem Kunden beizubringen, dass eine Idee was wert ist. Deswegen bin ich auch sehr, sehr bedacht damit, dem Kunden gleich am Anfang die perfekte Idee zu liefern. Nicht, dass es am Schluss heißt, es war eigentlich seine Idee. Versteht ihr, was ich meine? Ja. Also es ist so, er muss von Anfang an klar sein, wenn er mir die Entscheidung gibt, was machen wir, dann kostet die Idee auch. Und das ist immer sehr schwierig. Mhm. Es gibt banale Ideen, die einfach funktionieren, aber es gibt auch Ideen, wo jeder sagt, Alter, wie genial ist das bitte? Mhm. Und das muss natürlich dann auch entsprechend ignoriert werden. Das kann ein Name sein, ein Wortspiel, ein Titel, das kann viel sein. Ja. Als Beispiel, ich hatte mal eine Visagistin, die wollte eine Firma gründen und die hieß Monika. Und wir haben sie Mona Visa genannt. Und da sagt jeder, keine Ahnung, es geht. Ja, diese Schiste, Mona Visa, es passt alles. Ja. Das fällt dir jetzt halt nicht jeden Tag so ein. Aber da denkst du dir so, das wäre jetzt eigentlich richtig was wert gewesen. Ja. Ja, geile Titel dazu. Saugeil, ja. Cool. Und dann kommt die Post-Production. Die Post-Production, da kann ich jetzt mittlerweile relativ gut einschätzen, wie lange es braucht. Aber der Kunde wird nie wissen, wie lang es am Ende des Tages wirklich war. Ja. Denn ich sage kalkulativ, wir brauchen 12 Stunden für das Bild für Retusche. Stundenpreis Retusche, 95 Euro netto. Ja. Dann weiß der Bescheid. Wenn ich jetzt aber nur 3 Stunden brauche, dann zahlt der Kunde immer noch die kalkulierten Stunden. Außer es ist komplett unfair. Aber es geht eher darum, dass der Kunde mich ja nicht bezahlt dafür, dass ich jetzt nur 3 Stunden gebraucht habe, sondern dass ich es in den letzten 15 Jahren erlernt habe, es in 3 Stunden zu schaffen. Ja. Und deswegen sitzt der Kunde auch nie bei der Retusche neben mir. Oh Gott, das wäre ja furchtbar. Ja. Könnten Sie die Brüste noch ein bisschen größer machen? Bitte, bitte. Ja. Darf man denn mal fragen, wer so deine Kunden eigentlich sind? Kannst du da was davon erzählen oder ist das alles eher so top secret? Es gibt da Kunden, die hier nicht genannt werden wollten, die auch vertraglich sagen... Nicht? Nein. Nicht, weil sie wollen, wie soll ich sagen, viele wollen nicht, dass man weiß, dass ihre Bilder bearbeitet sind. Ja. Jedes Bild ist bearbeitet. Ja, aber und es gibt Kunden, die, gerade Agenturen auch,
die mich einfach nur anstellen, damit ich den Mund halte, so in die Richtung. Okay. Ja, es ist so. Weil sie wollen das als ihre Agentur weiterverkaufen. Dann gibt es aber, also ich, Großkunden, ja, das Land Hessen ist ein Großkunde von mir. Cool. Ja. Ja. Die Abteilung, die für die ganzen Universitäten zuständig ist, hat eine riesen Werbekampagne mit mir vor 4 Jahren angefangen zu starten. Und die kommen immer wieder. Und das ist halt cool, weil das ist eine Kreativabteilung. Die sagen, die brauchen genauso ausgeflippte Bilder. Die wollen eine Plakatserie machen, eine Billboard-Serie, die riesengroß auch auf LKWs und überall drauf ist, auf Straßenbahnen. Das sind großartige Kunden. Ich habe sehr viele Musiker. Da haben wir heute ganz kurz schon mal gequatscht. Ja. Die Katja Krasavice. Krasavice, ja. Die ist auch seit 2 Jahren jetzt mit im Boot, also mit im Boot, als Kundin mit im Boot. Ja. Ja. Oder auch ihr Management, sagen wir es mal so. Ja. Und hier in der Gegend ist sehr viel heimische Musik. Viele Bands, die sich einfach bei mir die Covers holen oder die Booklets machen lassen. Red Bull ist ein Kunde, Audi ist ein Kunde. Oh, fett. Ja. Aber bei Katja hast du ja zum Beispiel auch, haben wir vorhin ja schon gesagt, ein Nummer 1 Album-Cover-Foto geschossen. Ne? Ja, also, die ist nur Nummer 1 wegen meinem Cover. Nur deswegen. Ich weiß nicht genau, warum sie Nummer 1 war. Könnte was mit ihren Musikvideos zu tun haben. Das ist mir beim Bearbeiten der Bilder, beim Machen der Bilder komplett egal. Ja. Da geht es nur um den Auftrag. Ja? Und ja, wenn ich den Auftrag abliefere, wünsche ich natürlich allen viel Glück, dass mit meiner geleisteten Arbeit mehr Erfolg kommt. Ja. Aber ich dichte mir da nicht viel an, dass es wegen mir jetzt geschehen ist. Aber es war eine schöne Geschichte. Aber du warst Teil des Ganzen. Ja, also, ja, am Ende des Tages ist mein Albumcover in den deutschen Charts auf Platz 1. Was ganz cool ist, ja. Ja. Klar, wird auch von vielen gesehen. Ne? Also, das macht ja schon was. Wobei, steht da irgendwo dein Name dann mit dabei? Oder? Ich glaube, im Booklet steht es drinnen, ja. Ah ja, okay. Also das ist jetzt nicht so, dass... Das Fett vorne. Ja, diese klassischen Foto-Community-Bilder, das ist das Bild, das ist das Logo vom Fotografen. Also, das wird hier, also ja. Meine Bilder werden ohne Logo rausgehauen. Ist klar. Ja. Ist klar. Okay. Oder ganz versteckt, nur dass ich es weiß. Auf einem Tattoo irgendwo. Ja, ja, cool. Aber lass uns, wollen wir mal einfach ein Stück rumgehen? Durch das Studio mal. Jo. Einfach diesen kreativen Prozess mal. Ich glaube, das kann man noch viel besser visualisieren, wenn man dieses Studio einfach mal sieht. Ja, vor allem muss ich euch von Nini noch die Ecke zeigen. Ja. Ihr Make-up-Raum ist nämlich ganz speziell. Ja. 1A? Ganz speziell. Tatsächlich, da habe ich noch... Die Höllenküche des Alten. Wir durften ja noch nicht reingucken. Ja. Ja, fangen wir dort an, weil dort würde das Shooting technisch auch beginnen. Mhm. Alles klar. Mhm. Machen wir so. Cool. Sehr schön. Da, wo wir vorgesessen haben, da würden eigentlich die ganzen Ideen entstehen. Aber wenn es dann wirklich zum Shooting kommt, da ist der Place to be da drinnen. Da dürfen wir jetzt ausnahmsweise rein. Normalerweise sind da immer die Models nackt. Immer. Vermute ich zumindest. Ich erfahre es nie, aber die es erfährt, die werdet ihr jetzt gleich kennenlernen. Wir gehen dann mal zu Nini rein. Es ist ein bisschen enger hier. Ja, wir können ja draußen bleiben. Wir gucken mal, wenn ich mich ausmache. Hello. Hallo. Hallo. Das ist Frau Nina Schätzchen. Miss Jumanja. Miss Jumanja. Und das ist ihr Make-up-Raum. Nini ist gelernte Make-up-Artistin und hier habe ich nichts zu suchen. Da kennt sie sich aus, aber hier wird Haare gemacht, Styling gemacht, Make-up gemacht. Genau. Das dauert immer Stunden, aber danach sind die Mädels locker und auch die Herren. Und sind so weit weich gekocht, dass sie sich eigentlich nicht mehr wirklich vor mir fürchten, wenn ich dann Fotos mache. Psychologisch gesehen ist der Aspekt, hier werden sie noch schöner, als sie schon sind. Beim Fotografieren mache ich sie sowieso schön und beim Bildbearbeiten nach noch schöner, also sie kommen perfekt raus. Nach dem Make-up geht es eigentlich schon raus in die große Halle. Die sieht jetzt eigentlich relativ spartanisch aus. Denn hier kann schon mal passieren, dass irgendwann mal ein Riesenset gebaut wird. Jetzt momentan haben wir eine Hohlkehle auf der linken Seite und hier die Möglichkeit, verschiedenste Hintergründe aufzuhängen.
meistens grau, weil grau sich einfach am besten freistellen lässt in der Postproduktion. Wie gesagt, es ist ein bisschen anders wie in anderen Fotostudios, weil hier bin ich wirklich nur darauf bedacht, dass das Bild so gut wird, dass ich es gut fotografieren kann. Aber ihr seht, ich arbeite hier mit den genau gleichen Sachen wie andere Fotografen auch. Mit einem großen Galgen, große Softbox, eine Octabox und meistens mit Streiflichtern. Sollten noch zusätzliche Lichter kommen, haben wir natürlich genug Material hier. Aber das ist eigentlich der kreativste Bereich hier in der Werkstatt oder in der Studioanlage hier. Zu linken geht es noch rein, da ist der komplette Requisitenschrank. Falls gar keine Ideen da sind, kann man sich da austoben. Und sollte der Kunde nichts gebaut haben wollen von mir, dann würde es hier starten. Okay. Ansonsten müssen wir noch eine Etage weiter, und zwar in die Werkstatt. Die kennen vielleicht einige von euch aus den YouTube-Videos. Aber die es nicht kennen, die dürfen natürlich jetzt gerne schauen. Ich habe noch eine Frage, und zwar, du hast ja jetzt hier relativ viel Platz. Ich habe jetzt gerade mal abgemessen, so 6 bis 7 Meter hast du hier in der Breite. Also du hast schon, unglaublich viel Platz hier eigentlich, ne? Wenn man das als alles mal leer räumen würde. Aber wir können vom Tisch auf der gegenüberliegenden Seite bis in die Hohlkelle haben wir 12 Meter. Ach, also ich kann theoretisch mit 200 mm Brennweite fast ein Ganzkörperporträt, also einen Ganzkörpershot machen. Wahnsinn. Muss halt alles weggeräumt werden, aber ja, deswegen ist die Hohlkehle in alle Richtungen gewölbt. Ja. Die Raumhöhe ist eigentlich relativ gering. Wir sind hier nur auf knapp 3 Meter, aber deswegen haben wir sie auch nach oben gewölbt, dass ich auch von unten nach oben shooten kann. Da gibt es sogar ein YouTube-Video, wie du die gebaut hast, ne? Ja, du hast sie selber gebaut. Ja, ich würde sie auch nie mehr wieder selber bauen wollen. Das ist scheiß Arbeit, oder? Ja, es ist Schleifen und Spachteln ohne Ende. Wie lange hast du da gesessen? Ja, eine Woche. Eine Woche? Und was ist das? Das ist einfach Holz darunter? Ja, oder? Das sind so Breschbahnplatten. Ja. Also ein Rippengewölbe gemacht aus Breschbahnplatten und dann mit diesen Biegeplatten. Ja. Und dann 80 Kilo, glaube ich, Spachtelmasse drauf. Alter Schwede. Wahnsinn. Und Wahnsinn. Mittlerweile ist sie, glaube ich, schon das 50. Mal gestrichen. Ja. Wir stehen hier schon auf etlichen Kilo Farbe. Ja. Problem ist einfach nur die Sauberhaltung von Weiß. Aber das kennt eh jeder. Bei weißen Tonschuhen ist genau das Gleiche. Ja. Jetzt stehe ich eigentlich verbotenerweise in der Hohlkehle mit Schuhen. Normalerweise Schuhe ausziehen. Okay. Ja. Ah, okay. Aber da bin ich auch gerade reingelaufen mit Schuhen. Das Teil hat sich, ja. Also du musst heute noch streichen. Hallo, Strafdienst. Aber das Teil hat sich für uns extrem rentiert. Weil hier kann ich bis zu 5 Personen, auch wenn die Kehle nicht wirklich groß ist, nebeneinander aufstellen, 5 Personen und Gruppenfotos machen. Mhm. Kein Problem. Also super, das ist besser als ein normaler Kartonhintergrund. Das glaube ich. Ja, vor allem, weil du halt eine Ecke auch hast, ne? Genau, genau, ja. Und wie oft streichst du die dann? Also die Wände eigentlich einmal im Jahr, der Boden. Und die bleibt doch immer weiß, das ist immer eine weiße Hohlkehle. Genau, ja, wir hatten sie einmal schon in Grau, weil wir gedacht haben, das ist besser für die Freistellung. Aber freigestellte Bilder werden einzeln fotografiert vor Karton, weil es schlichtweg einfacher ist. Und ihr müsst denken, wir leben hier in einem Studio und wir würden dann die ganze Zeit eine graue Hohlkehle sehen. Es ist jetzt schon ein bisschen surreal, wenn man in einen unendlichen Raum schaut. Ja. Mit Weiß geht es besser als mit Grau. Okay. Ja, wohnlicher. Ja. Aber jetzt zeige ich euch noch die Werkstatt. Sehr gerne. Hier ist übrigens der Wall of Fame. Alle Leute, die irgendwann mal bestimmt berühmt werden, stehen da drauf. Und hier sind ein paar Sachen, die darf man hier auf YouTube nicht zeigen. Oh, da muss Ukas dann aber am Ende auch noch unterschreiben. Hier kleiner Streifblick rein. Das ist mein Büro. Da drüben ist ein kleiner Schreibtisch. Mehr muss man hier eigentlich nicht zeigen. Mehr muss man hier nicht zeigen. Folgen Sie. Ja. Und hier sind wir im YouTube-Studio/Werkstatt. Hier werden eigentlich so gut wie alle Requisiten gebaut, die ich benötige. Also hier wird genäht, geschneidert, 3D gedruckt, ganz viel, Leder gearbeitet. Wow. Was man halt so braucht. Man weiß auch gar nicht, wo man zuerst hingucken soll. Ne? Ja. Es ist völlige Reizüberflutung hier gerade. Also gerade in die Richtung, die man jetzt gerade nicht auf der Kamera sieht, aber man kennt sie ja aus den YouTube-Videos. Ich glaube eher, die Perspektive ist jetzt ganz neu für viele, weil das hat kaum einer gesehen. Aber jetzt sehen vielleicht auch viele das erste Mal dein Setup hier, wie du eigentlich aufnimmst hier. Ne? Also alles quasi fest verbaut, die Kamera. Ich denke, ich vermute immer fast, die nimmst du für nichts anderes. Na, wir haben eine Head-Kamera hier auf der Seite, jetzt noch bei Felix, weil im Prinzip noch eine zweite Kamera montiert für Close-Ups. Alles läuft hier über den Rechner. Der sieht auch dementsprechend aus, also der hat schon seine besten Tage erlebt, aber hier wird gestrichen, gemalt. Ja. Nein, das Setup ist einfach schlichtweg nur für die YouTube-Videos da. Aber sonst ist es hier eigentlich sehr mobil, darunter ist eine Kreissäge, also man kann das alles abräumen. Ach, krass. Okay. Und somit kann ich die Werkstatt auch wirklich als Werkstatt nutzen. Es ist immer schade, hier Dreck zu machen, weil man muss hier mit den vielen Details sehr viel putzen. Ja. Aber hier entsteht sehr vieles. Also hier hinten ist eine Malecke zum Beispiel,
Da haben wir noch ein kleines Tonstudio drinnen. Das wird man jetzt dank diesem Teil hier nicht sehen. Es ist alles Schweighofer-Style gemacht. Es ist alles so ein bisschen chaotisch. Aber es hat genau den Charme irgendwie. Also ich finde wirklich, dass das genau das ja auch ausmacht. Ich habe halt mitbekommen, dass sehr viele nicht daran denken, dass so etwas machbar ist, dass man solche Sachen drucken kann, dass man sie bauen kann und dass es teilweise vom Kostenaufwand her viel geringer ist, als sie wirklich online zu kaufen. Also Schwerter drucke ich einfach, weil in der Post-Production sehen sie aus wie Stahl, hier sind sie halt aus Kunststoff, aber scheiß drauf. Es läuft. Ja, es läuft. Und ich habe wieder coole Deko, die ich irgendwo hinhängen kann. Geil, du hast hier echt eine Menge hängen. Darf ich mal eine laienhafte Frage stellen? Sind das, also diese ganzen Modelle, die du druckst, designst du die selber? Nein. Okay. Nein. Ich habe Leute, die teilweise für mich die Sachen designen, wenn ich sie nicht bekomme. Aber die meisten Sachen gibt es Gott sei Dank mittlerweile schon online. Also einfach so, halt wie so eine Stock? Kannst du kaufen, kannst du Druckdaten kaufen oder auch kostenlos, gibt es sehr viele. Und viel wird kombiniert. Also viele Sachen werden 3D-Druck dann mit Modelliermasse kombiniert, abgegossen wieder. Und dann, also ich baue Gussformen aus Latex, gieße Sachen wieder neu. Also das Ganze ist unterschiedlich. Sau stark. Aber es werden zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Ritter mache und der hat eine Lederweste mit Knöpfen, die Knöpfe würde ich einfach drucken. Mhm. Die bemalt man dann so, dass sie aussehen wie Horn oder Holz und alles ist gut. Super cool. Wie viel Zeit wendest du damit auf, sowas hier alles zu basteln und zu bauen? Also ich kann mir vorstellen, dass... Also Man fragt ja mal gerne Fotografen, da gibt es ja immer so eine schöne Grafik. Fotografen fotografieren eigentlich nur 10% ihrer Arbeitszeit und der Rest ist irgendwie Kundenakquise, Bildbearbeitung, was auch immer, die ganze Büroarbeit. Ich kann mir vorstellen, dass das bei dir noch nicht mal annähernd 10% sind, sondern wahrscheinlich so 1% Fotografie und schwer abzuschätzen. Also es ist ganz schlimm, ein Kunde, der es gewohnt ist, dass er schon mal Fotos gemacht hat, dass er weiß, wie das abläuft. Bei mir gehen die Fotos zack, zack, zack. Also ich mache teilweise Bilder in 10 Minuten und ich lasse es dann, weil ich habe das eine Bild, das ich brauche, um fertig retuschieren zu können. Und das ist für viele Kunden so, boah, jetzt 2 Stunden in der Maske und Make-up gemacht, Haare gemacht und dann kommt der Schweighofer, bam, 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 abgeschootet. Ich war anscheinend scheiße. Nein, warst du nicht, sondern ich habe das Bild. Ja. Ich brauche genau das Bild. Ja. Du warst nicht scheiße, ich war gut. Ich bin ein schneller Fotograf und es ist so, wenn du Tage oder Stunden lang an einem Projekt arbeitest, alleine die Kostüme baust, das Konzept ausarbeitest, dann hast du das fertige Bild im Kopf. Mhm. Es wäre eine Schande, wenn es dann nicht so weit ist. Ja. Und dann weiß ich auch, ich kann euch versprechen, wenn ich eine gute Idee habe und das Konzept ausgearbeitet, mein Lichtsetup passt von der ersten Sekunde an. Krass. Weil ich weiß, 2 Blenden stärker, 1 Blende schwächer, müssen die Blitze sein, da brauche ich einen Blaufilter oder nur weiß, ich sag's nur. Das kriegt man mit der Erfahrung raus, aber dementsprechend kann ich mein Model genau auf das X stellen und sagen, die Pose jetzt bitte, die ich dir vor 2 Wochen geschickt habe in dem Portfolio. Geil. Da hat sie hoffentlich geübt und dann geht's los. Mega. Es entstehen sehr wenig Bilder, leider Gottes mittlerweile, durch Probieren. Früher war es so, ich habe Tausende geschossen und eins war dabei. Ja. In der Hoffnung, es sind mindestens eines dabei, ja genau. Jetzt wird es ein bisschen professioneller, dementsprechend kürzer. Wahnsinn. Vermisst du das, dass du da... Also, es hat ja auch was, ne? Es ist... Ab und zu mal gönne ich es mir, dass man sagt, okay, wir machen ein Shooting mit Cosplayern zum Beispiel, also Leute, die sich verkleiden wie Computer-Leute, also Computer-Charaktere oder Filmcharaktere. Und die kommen dann zu mir und wir machen eine freie Arbeit. Und dann kann ich wieder so arbeiten wie vorhin. Okay. Dann gehen wir auch mal in den Botanischen Garten, wo wir einen Dschungel haben und machen Dschungelshooting und dann kannst du rumprobieren. Dann kann ich aber auch mir die Freiheit nehmen, mit Licht wieder zu spielen, mal Sachen auszuprobieren, Nebel einzusetzen oder was der Teufel was. Und dann kommen auch teilweise Bilder raus, die gar nicht wirklich bearbeitet sind, weil sie dann schon fast geil sind. Guck mal, das ist sehr selten. Okay. Ich mag es bearbeiten. Du magst es ja auch. Ja, eben. Das gehört dazu. Geil. Aber es ist schon cool. Wir können mal ganz kurz hier, komm mal ein bisschen mit. Ich zeige euch mal so ein paar Details hier. Das ist schon echt cool. Diese ganzen Waffen, die hier gebaut sind. Sind die alle gedruckt worden? Oder? Nein, nicht alle. Teilweise sind sie aus Klemmbausteinen, aber die ganz vorne sind so gut wie alle gedruckt. Ja. Wahnsinn. Hier, von Mario Kart, die Rakete. Wenn man 12. ist und wieder ganz nach vorne. Jeder kennt's. Und den Stern dazu. Ja. Und wenn man 1. ist, gleich links daneben, kriegst du den blauen Panzer. Ja, stimmt. Das sind im Prinzip freie Arbeiten, die ich einfach so drucke.
die aber Spaß machen. Also ich glaube, jeder Computerspieler hier würde sich sofort verlieben in diesen Raum. Ich dachte nie, dass ich ein Nerd bin, aber mittlerweile muss ich es. Es ist ja auch ein bisschen so Warhammer 40.000, oder? Einfach ein ja. Lego-Männchen-Kopf. Ja? Das sind alles so diese ganzen Details. Und Groot. Vor allem, es ist ja nicht nur in diesem Raum so, sondern es ist ja auch vorne, wo wir gerade eben am Tisch gesessen haben. Wenn man sich da umguckt, wir sind jetzt seit 4 Stunden hier ungefähr und jedes Mal, wenn ich mich umgucke, steht da wieder was Neues, was ich total cool finde. Auch diese Masken da oben, ja, die von Star Wars, das ist auch sehr stark. Ja, wobei das sind zum Beispiel Sachen, die würde ich jetzt nie in einem Fotoshooting verwenden, weil sie aus rechtlichen Gründen nicht gehen. Ja. Ja. Da muss ich mir dann wieder was selber einfallen lassen. Ne? Mhm. Aber es gibt viele Sachen, wo ich sage, ich möchte das einfach einmal fotografieren oder als freie Arbeit posten. Ja. Einen Kundenauftrag kannst du damit nicht machen. Ja? Also da muss man gerade ab einer gewissen Bekanntheit musst du aufpassen, dass du solche Sachen nicht verletzt. Mehr machst, ne? Ja, das schon. Ja. Ja. Deswegen versuche ich, das ist ja immer das Ding, du kannst zwar alles kaufen, aber wenn du auf der sicheren Seite bist, mach einfach alles selber. Mhm. Dann kann dir keiner was. Ne? Genau. Ja. Klau, wo es geht, aber mach aus dem Geklauten dein eigenes Ding. Ja. Ja. Dann bist du gut unterwegs. Cool. Mega stark. Also. Aber habt ihr eigentlich noch Bock auf ein Shooting? Sollen wir noch was machen? Gerne. Gar keinen Fall. Gar keinen Fall. Na, bitte, gerne. Fall. Es wird in 2 Minuten erledigt sein, aber. Ja, wir haben nicht so viel nicht, Zeit. Dass ihr enttäuscht werdet. Muss aber ja schnell. Make-up sparen wir uns bei euch. Vielleicht ein bisschen Puder und dann. Ja, okay. Aber entschuldige. Gut. Aber du musst meine Pickel reduzieren. Ja. Mach mal. Ich mach dir auch ein bisschen mehr Muskeln. Oh ja. Geil. Geh mal rüber. Vorsicht, da liegt ein Hund. Da ist ein Hund. Jetzt übernehme ich die Regie hier. Die Jungs wollten unbedingt ein cooles Bild. Die dachten, sie kriegen jetzt eigentlich eine Karikatur. Ich möchte aber was richtig Cooles mit ihnen machen. Und jetzt ist eine kleine Bildidee entstanden, wo ich am Schluss aber erst sage, was es ist. Und ich habe mir sagen lassen, die Bearbeitung zu dem Bild, die zeige ich exklusiv für eure Patreon-Kollegen und Kolleginnen da draußen, okay? Aber jetzt mal erst zum Shooting. Ganz einfach gestrickt, großes Licht von hinten, von vorne, großes Licht von hinten. Wir haben einen Art Professor, der sich hier mal zumacht. Oh. Never touch the model, sagt man, aber wir sind ja eigentlich schon fast Kollegen. Du drehst dich, wo ist denn deine Zuckerseite? Ich weiß nicht. Aha, auf der Seite. Alles gut. Okay. Der Fuß, der vorgeht, ist die Zuckerseite. Ja, genau. Du klemmst das Brett unter den Arm. Okay. Genau. Du kriegst noch ein paar Banknoten. Sorry, jetzt springe ich hier ein bisschen hin und her. Aber der Ring kommt weg. Ja, der andere auch. Es muss schnell gehen und du drückst mir den Daumen so drauf, weil das ist Fake-Geld. Und da steht oben Fake Money. So, der Ring kommt weg. Ich brauche von dir den coolsten Blick, den du drauf hast. Coolsten? Ja, also. Ja, schauen wir mal, ob das so cool ist. Okay. Geh in die Heldenpose. Du musst mit dem ganzen Gewicht eher so her. Ja, genau. Es liegt nämlich daran, dass die Brille nicht entspiegelt ist. Das ist eine Fake-Brille. Und so wie ich gesagt habe, so ist es. 4 Bilder und wir haben das Bild im Kasten. Na, du bist ein bisschen zu weit vorne. Du kriegst noch einen Zusatzschuss, okay? Ernst? Kopf ein bisschen runter zu mir? Ja, genau. Beiß dir mal auf die Wangen. Genau, bist ein bisschen schlanker. Spare ich mir das Retuschieren. Und jetzt haben wir genau den verwegenen Professor, den wir haben wollen. So, jetzt müssen wir Kameramann tauschen, denn der Kameramann selbst, der wird jetzt auch zum Model. Und wir sagen, Outfit wechseln und dann geht's zum zweiten Bild. Ja.
Die ist zugeschweißt da vorne irgendwo. Also sie war mal echt. Ja. Dadurch, dass hier was fehlt, müssen wir das ein bisschen anders machen. Darf ich mal ganz kurz? Ja. Ich pose für dich vor. Du stehst so seitlich und hältst dir einfach nur so da. Okay, und ja, mach die Heldenpose, ja? Und die Maske, die hältst du ungefähr in der Höhe einfach nur so dran. Okay, okay, der Professor steht dann links von dir. Ja. Und Michael steht dann rechts. So. Schauen wir mal, ob er sich das gemerkt hat. Aha. Hast du hier noch den Daumen gehabt? Oder? Nein. So die Waffe schussbereit wäre ein Blödsinn, glaube ich. Glaub mir, die Leute schauen dann bei Facebook und Instagram, ob du das auch richtig machst. So, du gehst ein bisschen weiter nach rechts. Ja, genau. Immer fürs Model seitenverkehrt reden. Die Maske ein bisschen höher und ein bisschen weiter zurück. Ja, genau. Sehr gut. Und jetzt versuche mich so anzusehen, als würdest du beim Augenarzt die kleinen Buchstaben lesen. Schau in mein Gesicht. Ja. Bisschen weiter auf die Augen. Die größere Buchstaben bitte. Nicht, dass wir... Wir machen nichts Chinesisches hier. So. Die Waffe ein bisschen steiler halten bitte. Nein, das war flacher, steiler. Richtig an die Brust ran. So, Schulter ist so. Ja, genau. Sehr gut. Genau. Über meinen Kopf hinweg rausschauen. Kinn ein bisschen höher. Jetzt Blick zu mir. Und nochmal anspannen alles. Ja, bringt nichts. Okay. Wir sind durch. Danke dir. Okay, ihr zwei macht jetzt wieder Outfitwechsel. Eigentlich auch. Als hättest du sie so hochgeschoben, oder? Ja. Die Frage ist, ob du blöd aussiehst. Das ist das Einzige. Und das Gummiband ist nicht das Beste. Das ist halt ein 16-Euro-Kostüm. Okay, ja. Aber wir müssen noch warten auf den Kameramann. Ja. Du machst jetzt die andere Seite? Ja, genau. Und ich glaube, Michi, fast du vielleicht jetzt bei uns rein. Ja. Ich halte die Kapuze noch. Das haben die aber gemacht in der Blick. Ja, sie haben sie eigentlich so drüber gehabt, gell? Ein bisschen drüber, ja. Genau. Und lieber die dann darüber? Nee, alles gut. Man erkennt das, wir haben sie einmal am Bild schon drauf, darum haben wieder Erkennungswert, das ist alles gut. Aber momentan sieht es eher aus wie ein Schlumpf, deswegen. Ne, wir lassen es unten. Wir lassen es unten. Okay. Es ist so, je billiger das Kostüm im Realen aussieht, umso echter schaut es beim Fotografieren aus. Das ist total krass, aber gerade diese Polysterol-Sachen. Oh, mega Blick gerade. Moment, ich muss mich gerade ums Model kümmern. Halt, nicht lachen, ernst bleiben. Gib mir den fiesen. Stell dich auf den vorderen Fuß und lehn dich leicht zu mir hin. Ja, genau. Sehr gut. Dreh die Kamera ganz leicht zu mir, das Objektiv zu mir drehen. Na, das, ja, genau. Nur so, dass auch jeder Idiot erkennt, dass es eine Kamera ist. Und genau, einmal kurz den Mund so leicht auf, so, was willst du, was würdest du, ja, genau. Vielleicht baue ich dir eine abgebrannte Zigarette noch im Mund rein. Halt, nicht lachen, ernst bleiben. Genau, okay. Es geht nur um das eine Bild noch. Und eines noch zur Sicherheit. Und damit haben wir auf jeden Fall mal alle Bilder geshootet. Gott, das ist immer die beste Aussage. Oh, das war unsere Kalaschnikow. Jetzt haben wir alle Bilder geshootet für unser Composing. Und wir nennen es nicht Haus des Geldes, sondern House of Focus oder so. Mal schauen, die Ideen zur Bearbeitung oder gekommen dann bei der Bearbeitung. Aber das sehen dann die Patreon-Sachen. Aber ich glaube, wir können jetzt schon mal das fertige Bild einblenden, damit alle Leute... Boah, ich lege es euch voll auf hier, gell? Jetzt spitz auf die Bearbeitung bei den Patreons werden. Genau. Und cool. Machen wir noch... Eine finale Besprechung, ich habe nämlich noch was für euch. Ja. Ja, ich habe halt Spendierhosen an. Oh, cool. Geil. Gut, aber ich gehe mal die Bilder sichern. Daten sichern ist immer das Wichtigste. Also das mit dem Bildbearbeitungstutorial, das gibt es für die Silber Patreons und für die Gold Members haben wir noch was ganz Spezielles. Du hast gerade gesagt, du hast die Spendierhosen an. Wow. Da gibt es ein mega cooles Bundle. Du kannst es ja selber noch mal besser erklären. Also es sind immer drei. Es sind immer drei, genau. Für all diejenigen, die noch nie mit Bildbearbeitung was zu tun gehabt haben. Und es ist das Ganze noch im DVD-Style, Leute. Also wir werden hier ein bisschen nostalgisch, nicht nur beim Fotoshooting, sondern auch danach. Ja? Saugeil, aber es ist ja völlig egal. Das Medium ist ja völlig egal. Ich denke mal, jeder hat noch einen DVD-Player irgendwie zu Hause oder ein Laufwerk. Das Coole ist, wir haben hier insgesamt wie viele Stunden Bildbearbeitung. Das ist ordentlich, ne? 20, 30 Stunden Bildbearbeitung à la Matthias Schweighofer. Also Leute. Von Einsteiger bis fortgeschritten.
Sehr, sehr geil. Und wir werden es so machen, dass wir dieses Mal ein Bundle bei Patreon verlosen. Das heißt, dort habt ihr super gute Chancen, weil wir haben ja gar nicht so viele Patreon-Mitglieder. Das heißt, wenn ihr Patreon-Mitglied wärt, ein paar mehr sind schon, aber wenn ihr Patreon-Mitglied wärt, dann habt ihr auf jeden Fall eine sehr, sehr große Chance. Ich weiß, dass bei der letzten Verlosung mit Stefan Wiesner, da hatten wir auch irgendwie 600, 700 Kommentare. Also da wird es relativ schwer, aber dort verlosen wir dann zwei Bundles. Da müsst ihr einfach nur unter dem YouTube-Video in die Kommentare einmal was schreiben? Hashtag Schweighoferart? Ja, wir blenden es gerade unten ein. Hashtag Schweighoferart. Ich design euer Video einfach total radikal. Willst du auch den Schnitt machen? Nein, alles gut. Also Leute, falls ihr Bock drauf habt, einfach entweder unten in die YouTube-Kommentare oder wenn ihr mehr drauf Bock habt, dann Goldmember bei Patreon werden. Wir würden uns freuen, weil ihr unterstützt den Podcast damit auch. Sowas, was ihr damit macht, macht das hier erst möglich. Muss genau. Man ja auch mal so sagen. Ne? Also, dass wir heute hier sein können. Und so tolle Gäste, muss man natürlich auch sagen. Ja. Schleim, Schleim. Ich krieg Millionen für diesen Dreh. Also vielen, vielen Dank, dass du hier so viel für uns bereitstellst. Gerne, kein Problem. An dieser Stelle auch nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön. Erstens für das saugeile Foto, was du gerade von uns gemacht hast. Weil jetzt da müsst ihr euch ja eigentlich bei der Dame da hinten bedanken. Nini war ja mit der Idee eigentlich dran. Ne? Ja, vielen Dank. Komm doch mal rein hier, komm mal kurz rein hier. Aber das ist halt... Rein. Das Kreativ-Team geht halt nicht immer alleine. Ja, eben. Ihr zwei. Komm mal hier mit in die Mitte rein. Genau. So, also an euch beide nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön, dass wir hier sein durften. Für den herzlichen Empfang und den echt schönen Tag vor allem. Ja. Für das Essen, für die Idee. Genau. Für alles. Ja, das war echt ein cooler Tag. Jederzeit willkommen, gell? Und andersrum natürlich auch, ne? Ja. Auf jeden Fall, genau. Ich freue mich jetzt auf die Bearbeitung. Das wird cool. Das wird cool, denke ich auch. Sehr geil. Euch ein großes Dankeschön fürs Zuschauen. Zuschauen. Ja. Ihr könnt gerne ein Like da lassen. Ihr könnt, wie gesagt, gerne unten in die Kommentare reinposten, falls ihr Bock habt, mitzumachen. Und ansonsten, Felix? Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Sehr schön. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Und jetzt ganz viel Spaß beim Zusatzcontent auf Patreon. Macht's gut. Ciao. Ciao. Bis bald. Ciao. Geht eine Frau zum Arzt, sagt sie, Herr Doktor, kann ich auch mit Durchfall baden? Ja, wenn Sie die Wanne vollkriegen. Ja, mega schön hast du es hier. Oh, danke. Ja. Wollte ich nur noch machen. Endlich ein Profi am Set. Endlich mal ein Profi. Ich wollte nicht ins Wort klatschen. Jetzt kurz mein Image. Alter. Das war's. Ja. Also, zack, zack, zack. Ha ha ha.